So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Ich habe heute nur ein bisschen andere Sache vor, deswegen sind wir auch in meinem Bad. Und im Hintergrund ist auch die Lüftung, weil sonst mein Badlicht nicht angeht. Und nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe gedacht, ich vlogge mal wieder ein bisschen. Ich habe ja gerade ziemlich viel Stress mit der Lernphase, Uniphase. Und aktuell prokrastiniere ich übrigens, weil eigentlich könnte ich ja jetzt auch lernen, aber ich tue es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir vor ein paar Wochen gedacht, ich hätte mal wieder Lust auf eine neue Haarfarbe. Und habe mir jetzt vor ein paar Tagen dieses Casting Dream Gloss. Pflegende Intensivtönung ohne Ammoniak für einen sanften Duft geholt. Und zwar in der Farbe Dunkelblond. So, ich habe mir das hier geholt. Die hat 5 Euro gekostet. Das wäscht sich wieder aus. Das war mir wichtig, weil ich an sich eigentlich mag ich meine blonden Haare sehr gerne. Ich denke, ich werde auch im Laufe des Jahres nochmal blonder werden. Aber ich wollte jetzt einfach wissen, wie ich mit dunkleren Haaren aussehe. Genau, und ich habe gedacht, ich nehme euch mit, wenn ich meine Haare färbe. Das wird nämlich auch ein bisschen ein kleines Experiment, weil ich persönlich mir selber noch nie alleine die Haare gefärbt habe. Mir hat immer meine Mutter geholfen, die sich schon seit Jahren die Haare färbt oder eigentlich eine Expertin drin ist. Oder eine Freundin von mir, die auch eine ziemliche Expertin auf dem Gebiet ist. Oder halt der Friseur. Aber ich habe mir das noch nie alleine gemacht. Aber weil ich jetzt nicht warten kann, mache ich es jetzt alleine. So, eine Kleinigkeit. Ich werde mich kurz umziehen und wir sehen uns dann. So, ich habe jetzt hier den 2014er Change gemacht. Ich habe ein altes T-Shirt an, das ist eigentlich so ein Bandshirt und ich habe es auf links gedreht, weil eigentlich mag ich es doch noch ganz gerne. Und ich nehme jetzt mein Fitnessstudio-Handtuch, weil ich keine anderen Handtücher habe, die, ja, also ich habe halt nur meine ganz normalen Krauen und die sind es mir irgendwie dann doch zu schade für. Also wir haben jetzt ein paar Handschuhe, Entwicklercreme, Kolorationscreme und Glanzbalsam. So, meine Haare sind nass. Meine Haare sehen so schlimm aus, wenn sie nass sind, weil dann meine oberen Haare so schwarz aussehen und die unteren halt so gelb. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Sind die jetzt schon handtuchtrocken? Eigentlich schon. Die Sache ist nämlich, ich hatte vor circa einem Jahr so einen schrecklichen Haarunfall. Das war der schlimmste, den ich bis jetzt hatte. Und das Ding ist, ich habe den beim Friseur gehabt und nicht mal bei mir zu Hause. Und ich habe schon ein, zweimal von meiner Ma oder von Freundinnen die Haare gefärbt bekommen. Aber es war nie so schlimm, als ich beim Friseur war. Das alles, weil die behauptet haben, dass sie Balayage könnten. Aber sie konnten es nicht.
Und dann, ja, war es auf jeden Fall so, dass ich dann zu den Friseuren nochmal hingegangen bin, weil ich hatte so richtige Blockfrisur. Ich weiß nicht, ob ich dafür noch ein Foto habe und ob ich das, wenn, ob ich das reinmachen kann. Oh mein. Naja, wenn es jetzt mal scheiße aussieht und ich zum Friseur muss. Oh. Auf jeden Fall hatte ich dann halt so eine richtige Blockfrisur. Also wirklich, das sah oben, da oben war ich richtig fast schwarz und unten war ich so blond, also so weißblond, gelb gestreift. Dann bin ich sogar nochmal zum Friseur und habe gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Und dann hat die Person mir das nochmal neu gemacht, hat mir dann aber erst später gesagt, dass sie zu wenig Zeit hat und hat mir wirklich nur hier vorne und da hinten und da, so dass ich einen Zopf tragen konnte. Dass ich keinen Zopf trage. Also auf jeden Fall sah es total scheiße aus. Ich sah aus wie Streifenhörnchen, weil ich dann so blonde, also so gelbe, es war nicht blond, das war gelb, so gelbe Blocksträhnen hatte, wie man so in den 2000ern hatte. So. Dann war es mir zu dumm und dann bin ich zu einem anderen Friseur gegangen, habe nochmal ein Schweinegeld bezahlt und der musste mir dann die Haare retten, weil ich sah wirklich, ich sah so aus, so hätte ich nicht rausgehen können. So. Und die Sache ist, ich gehe auch mit quietschgelben Haaren eigentlich raus. Ich hatte den Fall leider auch schon mal, aber trotzdem. Da war das. Und da habe ich das letzte Mal meine Haare gefärbt, glaube ich, ja. Und seither sind meine Haare so rausgewachsen. Also daher habe ich den dunklen Ansatz jetzt. Und ich war dann in der Zwischenzeit nur einmal beim Abblondieren von den Haaren, abmattieren von den Haaren, also dass sie nicht mehr so gelb waren. Das habe ich damals noch vor dem Urlaub gemacht. Ob das nötig war, war halt die andere Frage. Weil wenn man dann ja in die Sonne geht, dann wird es ja sowieso schneller wieder gelb. Wir haben jetzt 20.24 Uhr. Laut der Verpackung braucht das Ganze 20 Minuten. So, ich bin jetzt fertig, beziehungsweise meine Haare sind jetzt fertig. Ich gehe meine Haare jetzt abwaschen. Das ist jetzt natürlich nur nicht das Endergebnis, ich zeige es euch gleich. So nass sind sie schon, ziemlich dunkel. Und ja, ich lasse jetzt noch diese Creme einwirken und ich gehe dann gleich duschen. Und melde mich dann später bei euch mit den neuen Haaren. Meine fucking Goodies, ich bin so aufgeregt. Jetzt sind sie einfach dunkel. Mein einziger Wunsch gerade ist, dass sie einfach nicht fleckig sind. So. Kleiner Szenenwechsel. Ich bin abgeschminkt, habe meinen Schlafanzug an und werde jetzt meine Haare angucken. Ich habe ja das hier vorne schon gesehen, aber die sind halt relativ dunkel und das waren meine Haare davor ja auch immer. Deswegen werde ich jetzt mit euch das erste Mal tatsächlich angucken, wie meine Haare aussehen und später werde ich sie dann auch föhnen und euch dann das Endergebnis zeigen. Okay. Also, ich werde die jetzt föhnen und dann sehen wir uns wieder. So.
So sehen meine Haare jetzt aus. So sehe ich jetzt aus. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht ganz... Also mir gefällt das Dunkle, glaube ich, gut. Ich fühle mich so wie nach dem Friseur, wo man so sich nicht sicher ist, ob man das jetzt gut finden soll oder schlecht. Ich werde es morgen früh nochmal überdenken. Ich muss mir jetzt sehr viel durch die Haare fahren. Ich habe das Gefühl dennoch, dass sie so leicht grünlich sind und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur so wirkt, weil halt das Licht hier auch mega schlecht ist. Aber also hier oben, wenn man so mit Blitz drüber geht, sieht man so richtig, dass da so rote Partikel drin sind. Aber ja. Ich habe jetzt dunkle Haare, what? Positiv ist auch, dass es nicht fleckig geworden ist. Und ja, ich gucke mir das morgen, wie gesagt, alles nochmal an. Und dann auch mal gucken, wie das aussieht, wenn ich geschminkt bin und nicht ganz so weiß. Ich werde jetzt natürlich auch von meinem Röhrenlicht angestrahlt, das alles halt nochmal so sehr weiß erscheinen lässt. Oh ja. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr das Ganze so findet. Ich bin ganz zufrieden. Ich verabschiede mich an der Stelle auch von euch in diesem, mit diesem kleinen Mini-Vlog oder diesem Haarfärbe-Vlog. Ich finde, dass es kein so extremer Grünstich ist. Ich finde nicht, dass es ein so extremer Grünstich ist, beziehungsweise gucke ich mir das morgen alles nochmal bei Tageslicht an. Weil man muss auch echt sagen, dass meine Lampen ziemlich gelbstichig sind und ich nicht weiß, inwiefern das alles vielleicht auch verfälscht. Aber es gefällt mir ganz gut. Ich finde es sehr komisch noch, weil ich halt so dunkel bin und ich war noch nie so dunkel. Aber ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin.